Das ist ihm nichts. Da schiebt er lieber den Kinderwagen weiter. Merkt, oh, hingeplumpst. Ich muss einfach nur winken. Dann weint er auch nicht und steht wieder auf. Ich die vor. Lassen die mich vor. Da kommt, das dauert mir jetzt. Ah, doch nicht. So, los geht's. Kann ich hier durchfahren? Nice. Was geht hier ab? Digga, der rettet einfach eh, ne? Habt ihr das hier gesehen? Da war eine Leiter an dem Fenster gelehnt. Ein Feuerwehrmann war oben am Fenster und hat irgendwas, also entweder gerade irgendwen da aus dem Fenster rausgeholt und zwei unten haben die Leiter gehalten. Model wollte ich auch mal werden. Und dann bin ich zu so einem Casting hingegangen und habe eine Abfuhrt erteilt bekommen. Die meinten, nee Digi, du siehst so hässlich aus, zieh dir mal lieber eine Maske auf und zeig dich bloß nicht der Öffentlichkeit. Also, jetzt wisst ihr, warum ich mich nicht zeige. Die meinten einfach, ich bin zu hässlich. Die meinten, hast du schon mal irgendwas von Symmetrie im Gesicht gehört? Warum hängt das eine Auge so weit unten und warum ist das andere komplett außen? Ich sehe da vorne schon wieder irgendwelche Fahrradkops. Oder was ist das? Oh, das sind Fahrradkops. Machen Sie mal Name. Fahren Sie mal rechts ran. Fahrradkops, ey, das sind wirklich nicht. Mertens und Jochheim. Pass auf, Robert. Ey, kriegst du so einen. Ich hab einen mit. Ja? Ja, ich hab einen mit. Der ist sogar getragen. Danke. Bitte, Digga. Das ist, glaube ich, der allererste, der jetzt einen hat. Also ja? Mit mir, ja. Ja, stimmt, die anderen sind ja noch nicht angekommen. Nee. Gut, ich mach auch wieder los. So. Macht's gut. Klar. Fahrt vorsichtig. Oh. Ich wette, er fährt bei Rot. Wer wettet mit? Ist rot! Ist rot! Als hätte ich sie gewusst. Radfahrer sind einfach chronische Rotfahrer. Ey! Digga. Oh, der Opa hat einfach nichts gemerkt. Der hat nicht mehr gemerkt, dass ich schräg hinter ihm bin. Alles gut bei dir? Ist liegen geblieben? Wie bitte? Ah, scheiße. Mein Schlüssel ist nicht kodiert mit der Maschine hier. Und Zündung ist an? Ja, Zündung ist an. Soll ich dich anschieben? Nee, das bringt nichts. Bringt nicht? Der knackt noch nicht mehr, weißt du? Oh, warte, wir laufen mal rüber. Weißt du, und? Glaubst du, zweiter Gang anschieben bringt nichts? Ich weiß es nicht. Komm, soll ich mal machen? Setz dich mal ruf. Warte, wir schieben hoch und dann runter, aber ich... Du bist bestimmt jetzt schon gut kaputt, wa? Ich bin jetzt schon... Von wo hast du angefangen zu schieben? Na, eigentlich von da, aber ich bin ja schon die ganze Nacht mit. Ich habe schwere Arbeit, weißt du? Ah, scheiße. Ich bin mal hoch. Ja, ich schieb dich an. Ansonsten hätte ich das eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Ja, aber wenn der nicht kodiert ist mit der Maschine, weißt du, gibt da kein Signal. Ja. Das Steuergerät und dann geht das vielleicht auf. Nimm mal Schlüssel noch mit. Ja, wie viele Meter hast du schon geschoben? Über die Brücke rüber? Ja. Ja, das ist schon mega anstrengend. Die ist ja auch leicht. Was wiegt die? 240. Ja, ist viel schwer, ne? Willst du Ständer drin machen? Ja. No. Ja, man muss richtig schnell sein. Also ich versuche auf jeden Fall so schnell wie möglich zu sprinten und dann vom zweiten Gang die Kupplung springen lassen. Hast du schon mal gemacht? Ja. Gut, Chat, jetzt müssen wir alles geben. Das war zu früh. Soll ich dir sagen, wann ich maximal Speed habe? Wollen wir nochmal zurückschieben? Okay. Ich sag zu dir wann, ja? Jetzt! Wie bitte?
hat er so eine Kompression. Ja. Ja. Wenn auch die Batterie leer wäre, machst du Klick und dann klick, klick, klick. Ja, ich kann dich auch nicht schieben mit meiner oder so, wa? Wie viel Meter musst du noch? Ich schieb dir jetzt ein Tor 5 davon. Soll ich dir noch helfen? Ich helf dir aber, ist alt, Jude. Ich helf dir schon. Ich sollte öfter mal Kondition trainieren. Also heute Morgen hattest du ihn, dann warst du auf Arbeit und dann war er weg. Ja. Ja. Mit dem Helm und dich hin und dann war's. Aber ich mache das losgegangen bin. Aber zu Hause hast du noch den Zweitschlüssel. Na, das ist ja der Zweitschlüssel. Ich bin ja nach Hause gefahren. Ach so, und der ist nicht kodiert darauf. Genau, der ist. Ah. Der hat dieses Signal gesagt. Welches Baujahr ist das? 2008. Ah, krass, dass die da schon kodierte Schlüssel haben. Also meine ist 2.6 und da müsste eigentlich zwei Schlüssel gehen. Damals am Kauf nur einen mitgekriegt, weißt du? Ja. Weil der neue, da kostet Kohle. Okay. Ja. Jo, alt, gut. Bei den Bikern hilft sich immer jeder. Ist schön. Ah, sehr gut. Das andere schaffst du sicher, ja? Alles klar. Mach's gut. Ciao. Vielleicht von dir auf deinem Bike ein paar Fotos machen, Kill? Ja, klar. Oh, danke. Da könnt ihr sehen, wie oft ich schon gebucht worden bin. Na dann, schönen Tag euch noch. Ciao. Schlonglong kostet, genau. Zwacken pro Foto. So. Ab geht's zurück. Oh, komm. Oh nein. Wir haben es nicht geschafft. Easy peasy. Hatte ich auch mal überlegt. So für 15.000 bis 20.000 ist das eigentlich echt eine ziemlich solide Anschaffung, so ein Sima. Aber ist mir zu viel Geld. Da bleibe ich lieber bei meinem Maserati. Und ich danke euch, dass ihr wieder am Start wart. Ich danke für euren Support. Falls das ein Video wird, dann liken, kommentieren nicht vergessen.